Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich hoffe, außerhalb meiner Redezeit darf ich doch noch einen Satz dazu sagen. Frau Kanzlerin, ich hatte im letzten Jahr auch einen Skiunfall. Wir müssen einfach beide lernen, altersgerecht Sport zu treiben. Aber wir werden das hinbekommen. Aber nun zum Ernst der Lage und damit zu Ihrer Regierungserklärung. Sie haben ja eine Erklärung abgegeben, die in weiten Teilen mit der Realität nichts, aber auch gar nichts zu tun hatte. Sie haben aber zu Recht darauf hingewiesen, dass wir in diesem Jahr den 100. Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkrieges, den 75. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkrieges begehen. Und deshalb begreife ich nicht, weshalb auch diese Regierung derart militärisch denkt und handelt. Frau von der Leyen hat gesagt, ja, es geschehe Mord und Vergewaltigung und dann müsse die Bundeswehr nach Afrika marschieren. Ich bitte Sie, wenn das das Ziel ist, dann müssen wir ja weltweit die Bundeswehr einsetzen. Aber nicht nur darum geht es, es geht um was ganz anderes. Wenn es Ihnen wirklich um Not geht, muss ich Ihnen eine Zahl sagen. Jährlich sterben auf der Erde 70 Millionen Menschen. Davon 17 Millionen an Hunger und den Folgen von Hunger. Da sterben Millionen Kinder, Millionen Frauen. Ich habe noch nie gehört, Frau Bundeskanzlerin, von Ihnen oder von Ihnen, Frau von der Leyen, oder von Ihnen, Herr Gabriel, dass Sie sagen, das ist die Not, die wir bekämpfen müssen. Da müssen wir sofort hin und etwas unternehmen. Nur wenn geschossen wird, dann soll die Bundeswehr mitschießen. Das ist doch überhaupt kein Argument, wirklich. Ich kann es nicht verstehen. Und die Hilfe, die wir gegen Hunger weltweit leisten, gerade auch in Afrika, ist sehr, sehr gering, viel zu gering. Und Soldatinnen und Soldaten, ich muss es Ihnen sagen, die in Auslandseinsätzen waren, erstens töten sie zum Teil, sie werden getötet zum Teil, das ist schlimm genug, aber sie kommen auch krank zurück. Ein Drittel aller Soldatinnen und Soldaten sind psychisch gestört. Das militärische Vorgehen, der Krieg, ist der falsche Weg. Die Probleme der Menschheit müssen wir gänzlich anders lösen. Sie haben über NSA gesprochen. Und nun wissen wir ja dank Snowden, dass 80% aller Übermittlungen per Internet, Handy, SMS, über soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter abgehört und kontrolliert werden. Und Sie haben gesagt, Sie arbeiten mit der Kraft der Argumente. Ich sage Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, das ist deutlich zu wenig. Wenn Sie Ihre Unterwürfigkeit gegenüber den USA nicht aufgeben, gibt es keine Partnerschaft und keine Freundschaft. Das erzeugt genau das Gegenteil davon. Aber wir haben im Grundgesetz den Schutz der Privatsphäre geregelt. Es gibt ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Sie haben einen Eid geleistet, die Bevölkerung zu schützen. Wo bleibt denn hier der Schutz? Nur mit Reden mit der US-Regierung geht es nicht weiter. Warum weisen Sie nicht Leute, die Spionage betreiben, aus den Botschaften aus unserem Land aus? Warum werden keine Ermittlungsverfahren von der Bundesanwaltschaft eingeleitet, obwohl Straftaten begangen worden sind? Wieso gelten hier zweierlei Recht? Auch das ist nicht hinnehmbar. Nun kommt ja noch eins hinzu. Präsident Obama hat ja erklärt, dass der Staats- und die Regierungschefs befreundeter Staaten nicht mehr abgehört werden. Also das ist ein Schutz für Herrn Gauck und für Frau Merkel. Und was machen wir mit den 80 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern dieses Landes? Für die tragen Sie eine Verantwortung. Aber jetzt kommt was Neues. Herr Snowden hat nur erklärt, was wir übrigens von Anfang an gesagt haben, dass das natürlich auch Wirtschaftsspionage betrieben wird. Dazu haben Sie kein Wort gesagt, Frau Bundeskanzlerin. Von Anfang an haben wir gesagt, dass Sie auch Wirtschaftsspionage treiben. Jetzt ist es wieder die Linke, die allein die Unternehmen schützen muss. So weit ist es inzwischen in dieser Gesellschaft gekommen. Ja, machen Sie was dagegen? Machen Sie was dagegen, dass die Unternehmen ausspioniert werden? Nein, die Einzigen, die sich wirklich dagegen wenden, sind wir. Also, Sie haben über Europa gesprochen. Europa, die Europäische Union ist wichtig. Der Frieden zwischen den Mitgliedsländern ist etwas, was erst jetzt zur Realität geworden ist. Frühere Jahrhunderte waren völlig anders geprägt. Aber wenn wir die Europäische Union wollen, dann müssen wir erreichen, dass die Menschen sie als Hort des Friedens, der Demokratie und des sozialen Wohlstands wahrnehmen können. Was macht die EU stattdessen? Sie macht Aufrüstungs- und Militärbeschlüsse. Zwei Banker werden ohne Volkswahlen einfach zu Ministerpräsidenten gemacht in Griechenland und in Italien. Das hat mit Demokratie nichts zu tun. In Griechenland haben wir eine Jugendarbeitslosigkeit von über 60%, in Spanien von über 50%. Und das alles auch auf Druck dieser, der vorhergehenden Bundesregierung. Und Herr Steinmeier, als Sie noch in Opposition waren, da haben Sie hier an diesem Pult kritisiert die Sparpolitik im Verhältnis zu Griechenland.
Jetzt fahren Sie nach Griechenland als Außenminister und sagen, die müssen so weitermachen wie bisher. Das heißt, es soll bei diesem Sozialabbau bleiben. Das ist antieuropäisch, nicht wenn man soziale Gerechtigkeit für Europa fordert. Und ich sage Ihnen auch einen wichtigen Zusammenhang. Wir stellen in Deutschland doppelt so viel her, wie wir benötigen. Also sind wir doch auf den Verkauf, auf den Export angewiesen. Aber das bedeutet, dass andere Länder weniger herstellen müssen, als sie benötigen. Und diese anderen Länder brauchen, um die Waren zu kaufen, Geld. Und dafür machen sie Schulden. Und nun werfen wir ihnen die Schulden vor, nachdem wir davon so verdient haben. Das ist das eine. SPD und Grüne sind ja einen bestimmten Weg gegangen, damals mit der Agenda 2010. Man hat einen Niedriglohnsektor eingeführt, übrigens der größte in Europa. Deutschland hat den größten Niedriglohnsektor in Europa. Wir haben prekäre Beschäftigung eingeführt. Nein, nicht wir, Sie haben die eingeführt. Wir hatten sinkende Reallöhne und reale Renten. Dadurch wurde alles billiger, dadurch hat der Export zugenommen. Wann begreifen wir denn endlich, dass wir einen umgekehrten Weg gehen müssen? Wir müssen ein Ausgleich im Außenhandel herstellen. Und das gelingt nur, wenn wir höhere Renten, höhere Löhne, höhere Sozialleistungen haben und die Binnenwirtschaft durch höhere Kaufkraft endlich stärken. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Aber wenn es so weitergeht, jetzt treiben Sie ja den Sozialabbau im Süden Europas voran. Eines Tages kann es passieren, dass der Export bei uns stark beeinträchtigt wird, weil der Süden Europas es gar nicht mehr bezahlen kann. Die Steuereinnahmen sind ja auch rückläufig. Was machen Sie dann? Fordern Sie dann eine neue Agenda 2010 und sagen, um doch noch verkaufen zu können, müssen die Sozialleistungen weiter gesenkt werden? Es wäre verheerend. Wir müssen raus aus diesem Kreislauf. Und deshalb sage ich Ihnen, das Ungerechteste in der Eurozone ist folgende Tatsache. Alle Millionäre der Eurozone besitzen ein Geldvermögen. Ich rede nicht von Immobilien, ich rede nicht von Unternehmen, ich rede nur von Geldvermögen. Ein Geldvermögen, das höher liegt als die Staatsschulden der Eurostaaten. Das ist die eigentliche Ursache. Und sie trauen sich nicht an die geringste Umverteilung heran. Und das wird auch das Problem dieser Bundesregierung werden. Und ich sage Ihnen auch, Herr Gabriel, Sie haben gesagt, die Linke ist europafeindlich. Wissen Sie, Sie schauen in die ganz falsche Richtung. Schauen Sie mal in Ihre Regierung, da sitzt die CSU. Die warnt vor Rumänen und Rumänen, vor Bulgaren und Bulgaren, vor Armutsmigration etc. Das ist europafeindlich, nicht die Linke, die mehr soziale Gerechtigkeit, mehr Demokratie und mehr Frieden fordert. Aber zur Umverteilung, zur Armut und Reichtum. Es gibt eine neue Statistik von Oxfam und da ist Folgendes hat sich herausgestellt. Die reichsten 85 Menschen der Erde besitzen genauso viel wie die finanziell untere Hälfte der Menschheit. Das heißt, 85 Menschen haben das gleiche Vermögen wie 3,5 Milliarden Menschen. Und daran, Frau Merkel, wollen Sie nichts ändern? Sie haben es noch nie kritisiert? Das machen Sie einfach mit? Auch die SPD? Ich frage Sie das. Denn in unserem Land sieht es doch nicht viel besser aus. Wir haben eine starke Verteilungsungerechtigkeit weltweit. Und ich sage Ihnen, eine Verteilungsungerechtigkeit so extrem führt auch zu Verteilungskriegen, die wir zum Teil schon erleben. Also, in Deutschland, wie sieht es aus? Die untere Hälfte unserer Menschen, das sind die finanziell untere Hälfte unserer Menschen, das sind 40 Millionen, besitzen 1% des Vermögens. 1%! Und 0,65% besitzen 25% des Vermögens, 2 Billionen Euro. Das ist auch eine so tiefe Ungerechtigkeit. Und dann sagen Sie, keine Steuererhöhung, nicht die geringste, kein bisschen Steuergerechtigkeit. Es soll dabei bleiben, dass die Mitte der Gesellschaft alles bezahlt. Das sind die Facharbeiterinnen und Facharbeiter, das sind die Angestellten, das sind auch die Handwerkerinnen und Handwerker, die Mittelständler, die Selbstständigen. Sie alle sollen die Gesellschaft bezahlen, nur weil sie sich nicht ranwagen an das Vermögen, nicht ranwagen an die Bestverdienenden, nicht ranwagen an die Leute, die wirklich viel zu viel Geld haben. Und im Übrigen, wissen Sie, ich weiß ja, was Banker und so zum Teil verdienen. Ich kann Ihnen nur sagen, auch deren Tag hat nur 24 Stunden. Selbst wenn die fleißig sind, 8 Stunden müssen sie noch schlafen. Es ist völlig überzogen. Und damit wir uns auch nicht missverstehen, ich will keinen gleichen Lohn für alle. Ich möchte schon, dass es Unterschiede gibt. Aber sie müssen nachvollziehbar sein. Und das ist maßlos geworden. Und Sie gehen an dieses Problem nicht heran. Sie wollen endlich, was ich sehr begrüße, den Mindestlohn einführen. Wird auch höchste Zeit. Jahrelang haben wir dafür gekämpft. Aber jetzt geht es um Ausnahmen. Nur hat sich herausgestellt, wenn man die Ausnahmen macht, die die CSU will,
bedeutet das, dass die Hälfte derjenigen, die heute unter ihrem gesetzlichen Mindestlohn verdienen, weiterhin unter dem gesetzlichen Mindestlohn verdienen. Nein, wenn es einen gesetzlichen Mindestlohn gibt, muss er flächendeckend sein und keine Ausnahmen kennen. Außerdem kommt er zu spät und er ist zu niedrig. Und dann haben Sie ja noch geregelt, die Kanzlerin hat das auch wieder betont, 2 Jahre lang dürfen ja Tarifverträge gelten, die einen geringeren Mindestlohn vorlegen bis 2017. Und ich sage mal, die Regierung, auch die SPD, die Gewerkschaften und Herr Jörges vom Stern unterliegen hier einem Irrtum. Die glauben nämlich, das ist ein genialer Trick, dadurch werden die gezwungen, Tarifverträge abzuschließen und dann haben wir sehr viel mehr Tarifverträge in Deutschland und der Tariflohn spielt eine größere Rolle. Aber ich sage Ihnen, das ist eine völlige Illusion. Die meisten Unternehmen machen das nicht für 2 Jahre, weil sie ja wissen, dass sie dann auf lange Zeit gebunden sind. Es ist immer schlau gedacht, aber es kommt nichts dabei heraus, außer dass die Leute einen geringeren Lohn beziehen, als sie es wirklich in jeder Hinsicht verdient haben. Und wenn ich mir Ihre prekären Beschäftigungsänderungen ansehe, mein Gott, Frau Merkel und Frau Nahles, Sie sagen, nach 9 Monaten soll es einen Anspruch auf gleichen Lohn gehen. Damit sagen Sie den Unternehmen, nach 9 Monaten müsst ihr wechseln. Das ist alles, was Sie damit sagen. Dann sagen Sie, nach 18 Monaten muss man sogar einen Anspruch haben auf ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Dann sagen Sie ja, nach 18 Monaten spätestens müssen Sie den Leiharbeiter oder die Leiharbeiterin wechseln. Ich sage Ihnen nämlich, die Unternehmen und Unternehmerinnen, die anständig sind, die machen das sowieso, für die brauchen wir das nicht. Und die anderen, die es nicht machen, die werden es auch dann nicht machen, sondern die werden einfach die Frist entsprechend nutzen. Und was machen Sie gegen den Missbrauch der Werkverträge und gegen Dumpinglöhne? Da sagen Sie, Personal und Betriebsräte sind zu informieren, aber entscheiden dürfen Sie nicht. Hier brauchen wir ein Mitbestimmungsrecht, dass Sie es nämlich unterbinden können, das Ganze. Und nun zur Rente. Sie ändern nichts an der Senkung des Rentenniveaus, nichts an der Rente erst ab 67. Wir laufen auf eine Altersarmut hinaus, das wissen Sie alle. Und nun haben Sie 3 Änderungen geplant. Das eine ist die sogenannte Rente ab 63 abschlagsfrei, wenn man 45 Beitragsjahre hat. Erstens ist der Name falsch, weil Sie verschieben ja den Eintritt der Rente bis auf 67 und nachher bedeutet das, dass man mit 65 früher Rente bekommt in diesem Falle und nicht etwa mit 63. Also streichen Sie doch mal das 63, sagen Sie Ihnen, es geht Ihnen um 2 Jahre. Nur, es wird so getan, als ob das eine gänzliche Änderung ist. Schon jetzt können Menschen mit 65 in Rente gehen, obwohl ja andere erst später in Rente gehen können, wenn sie 45 Beitragsjahre haben. Das heißt, Sie helfen ja nur einem Teil der Bevölkerung und auch nur vorübergehend. Und dieser Teil ist übrigens sehr männlich. Kaum Frauen haben das erreicht, das muss man auch erwähnen. Und dann machen Sie Folgendes, dass Sie jetzt sagen, ALG 1 soll mit angerechnet werden, weil ja auch Beiträge bezahlt werden. Aber wenn dann das Rentenalter 67 kommt und wenn die Menschen dann, die 45 Beitragsjahre haben, mit 65 in Rente gehen dürfen, dann gilt die heutige Regelung und da wird ALG 1 nicht mit einbezogen. Auch das muss korrigiert werden, die Absicht haben Sie aber nicht. Übrigens, zu besseren Zeiten hat man für ALG 2 auch Beiträge bezahlt, auch das soll ja nicht anerkannt werden. Dann komme ich zur Mütterrente, auch so ein blöder Name. Aber jetzt müssen Sie mir mal eins erklären, Frau Merkel. Also, wieso war es so viel leichter vor 1992 Kinder aufzuziehen als nach 92? Denn wenn es nicht so war, dann müssen Sie mir vom Grundgesetz her erklären, warum diese Kinder weniger wert sind. Sie verbessern die Stellung, aber Sie stellen nicht gleich. Man kriegt nämlich für ein Kind nach 92 3 Rentenpunkte und für ein Kind vor 92 jetzt 1 Rentenpunkt und das wollen Sie erhöhen auf 2 Rentenpunkte. Mit anderen Worten, Sie lassen einen Unterschied. Jetzt kommt aber noch was hinzu. Diese Rentenentgeltpunkte unterscheiden sich doch in Ost und West. Und ich bitte Sie, Frau Merkel, das heißt, dass man für ein Kind im Osten einen geringeren Rentenzuschlag bekommt als für ein Kind im Westen. Das ist ja eben, ist jetzt schon ein Skandal, Herr Kauder. Und dass Sie das beibehalten im 24. Jahr der deutschen Einheit und für die Zukunft regeln, dass Kinder aus dem Osten weniger wert sind als Kinder aus dem Westen, ist indiskutabel und grundgesetzwidrig. Und das, Frau Merkel, können Sie auch im Osten nicht erklären. Dann planen Sie die völlig falsche Finanzierung. Also ich bitte Sie, Sie bezahlen das Ganze aus den Beiträgen, aber Kinder haben doch mit den Beiträgen nichts zu tun. Kinder sind doch eine Leistung für die gesamte Gesellschaft. Und was kommt heraus? Die Verkäuferin im Bäckerladen, die Lidl-Kassiererin und der Bäckermeister, der muss ja auch bezahlen, die Unternehmen,
die bezahlen die sogenannte Mütterrente und wir Bundestagsabgeordneten beteiligen uns nicht mit einem halben Euro daran, weil wir ja keine Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung bezahlen? Indiskutabel. Aus Steuern ist das zu bezahlen, damit es die gesamte Gesellschaft bezahlt und nicht die Beitragszahlerin und die Unternehmen alleine, wie Sie das gegenwärtig planen. Indiskutabel. Zur Lebensleistungsrente. Nach 40 Beitragsjahren liegt ja noch kein Gesetzentwurf vor, aber Sie haben gesagt, Sie wollen 30 Rentenentgeltpunkte. Das bedeutet für Menschen aus den alten Bundesländern etwa 850 Euro, für Menschen aus den neuen Bundesländern rund 760 Euro, weil ja wieder die Rentenentgeltpunkte niedriger sind im Osten als im Westen. Beide Beträge sind zu niedrig. Das löst das Problem der Altersarmut nicht. Das sage ich ganz deutlich. Beide Beträge sind zu niedrig, aber wiederum dem Osten eine geringere Rente zuzubilligen als dem Westen im 24. Jahr der deutschen Einheit. Frau Bundeskanzlerin, das darf man dieser Regierung nicht durchgehen lassen. Nehmen Sie einen Betrag und machen Sie das gleich. Zur Energiewende. Also die gesetzlich zugesicherte Förderung, Herr Gabriel, wollen Sie ja reduzieren. Und zwar gerade für die Windenergie. Und wen trifft es? Die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Denn, ja, bei Offshore, da kürzen Sie natürlich nicht. Und Offshore, das sind die berühmten Windgewinnungsgeräte im Meer. Das betreiben die vier großen Konzerne. Oh Gott, das wäre ja so mutig gewesen, den halben Euro wegzunehmen. Aber das trauen Sie sich nicht. Nein, es sind wieder die kleinen und mittleren Unternehmen, die Sie treffen. Und damit natürlich auch die Beschäftigten dieser Unternehmen. Und wer schützt wieder die kleinen und mittleren Unternehmen? Ich sage es, die Linke. Ich habe es Ihnen vorhin schon erklärt, bei der Wirtschaftsspionage, hier ist es genauso. Und deshalb sage ich, die Preise kriegen Sie damit nicht sozial gestaltet. Wenn wir wirklich den Strom preiswert machen wollen, so dass sich wirklich jede und jeder es leisten kann, brauchen wir ganz andere Schritte. Wir müssen wieder einführen die Strompreisaufsicht. Und ich sage Ihnen auch einen Grund. Der Börsenpreis am Strommarkt ist extrem niedrig, aber es wird nicht weitergereicht an die Kundinnen und Kunden. Und genau dafür muss eine staatliche Strompreisaufsicht sorgen. Dann müssen Sie die Stromsteuer senken, wenn die EEG-Umlage erhöht wird. Vielleicht sogar ganz abschaffen. Die hat eh keine ökologische Wirkung. Die Ausnahmen in der Industrie müssen auf ein Minimum reduziert werden. Es geht doch nicht, dass die Mieterin das alles bezahlt und die Großindustrieunternehmen müssen nichts bezahlen. Auch das ist nicht gerechtfertigt. Dann brauchen wir endlich eine Abwrackprämie für die Anschaffung von energiesparenden Haushaltsgeräten, wenn Stromfressende verschrottet werden. Bei Autos konnten wir das doch. Warum können wir das nicht endlich mal bei Haushaltsgeräten machen? Gerade die ärmeren Haushalte werden sehr darauf angewiesen. Dann brauchen wir noch einen gebührenfreien Sockeltarif. Auch das müssten wir haben. Und dann hätten wir nicht mehr die Sorge und könnten wirklich sagen, ja, die Energieumstellung gelingt und sie gelingt auch vernünftig und bleibt für die Leute bezahlbar. Ich warne Sie, wenn wir den ärmeren Teil der Bevölkerung nicht mitnehmen, mit überhöhten Strompreisen verschrecken, werden die eine antiökologische Einstellung entwickeln, die wir uns alle nicht leisten können. Und deshalb sage ich zu Ihrer Rede, Sie haben gesagt, Ihr Leitfaden ist die soziale Marktwirtschaft. Ich bitte Sie, fragen Sie die Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter, fragen Sie die ALG-2-Bezieherinnen und ALG-2-Bezieher, fragen Sie die Leute, die befristet beschäftigt werden. Übrigens, mehr als die Hälfte aller Neueinstellungen sind befristete Beschäftigung. Nichts dagegen haben Sie unternommen. Daran soll sich auch nichts gesetzlich ändern. Dann werden die Ihnen was erzählen, dass Sie diese Marktwirtschaft als höchst unsozial empfinden. Sie wecken hier einfach Illusionen. Und ich sage Ihnen eins, was mir schwerfällt. Unter Kohl war die Marktwirtschaft noch sozialer als heute. Auch darüber sollten Sie mal nachdenken, Frau Merkel. Und ich glaube, dass die Große Koalition zunächst hektisch das eine oder andere beschließen wird, aber viel zu wenig wird verändert. Die Politik von Schwarz-Gelb wird im Kern fortgesetzt. Und wir werden später Stillstand und dann Herumwurstelei erleben. Man soll ja nicht wetten. Aber ich könnte mit Ihnen wetten, dass die Bevölkerung nach der Großen Koalition deutlich und tief enttäuscht sein wird. Nächster Redner ist der Kollege Thomas Oppermann für die